Zum Personal des Romans gehören tatsächlich drei Personen, die in die Ereignisse damals involviert waren. Ich habe aber, das ist schriftstellerische Freiheit, vier Personen hinzuerfunden und sie in die Ereignisse hineinkopiert, sodass wir am Beispiel von sieben Menschen erzählen, was die große Geschichte mit der kleinen persönlichen Geschichte macht. Ich habe als junger Mann diese Ereignisse am Fernsehen miterlebt und habe das nie mehr vergessen. Und später dann, als ich Schriftsteller wurde, hatte ich immer mit dem Gedanken gespielt, ein Buch zu schreiben darüber. Und ich habe lange hin und her überlegt und vor 4 Jahren fiel mir die Form ein, wie ich es machen könnte. Und dann fing ich an zu recherchieren. Aber es hat mich praktisch 4 Jahre lang nicht losgelassen. Ich war wirklich sehr stark in dem Lebenskosmos dieser beiden Gangster. Also ich habe mich sehr stark mit diesen beiden Figuren auseinandergesetzt und die haben mich natürlich Tag und Nacht begleitet und ich hatte irgendwann tatsächlich das Gefühl, Teil dieses Ereignisses gewesen zu sein. Der Leser findet in dem Buch das Jahr 1988 und erlebt in dem Buch hautnah nochmal die spektakulärste Geiselnahme der deutschen Nachkriegsgeschichte.